Willy für Sie immer noch. Mr. Clark. Wenn ich bitten darf, lassen Sie Ihre Witze sehen. Sie Klugscheißer. Finde das gar nicht komisch. Die ist offen, die Tür ist offen. Ich brauche niemand mehr. Ich hab das Schloss selbst repariert. Ich kann den Text nicht behalten. Ich? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wenn es kein K in einem Wort gibt, ist es auch nicht komisch. Ich sagte die Wörter, bei denen man tot sich allein. Nein. Der Produzent sagt, dass die Geschichte der amerikanischen Komödie unvollständig sei, ohne eines seiner größten Teams, das je im Varieté aufgetreten ist. Lewis und Clark, The Sunshine Boys. Du. Glücklich, du bist todunglücklich. Ich bin glücklich, sieh doch unglücklich aus. Aber das hast du doch immer gewollt. Wenn der wieder die Chance kriegt, mich anzuspucken, spielt er auch ohne Gage. Und einem knackigen Arsch. Also Sie meinen so eine richtige Sexbombe? Mit vollem, runden, knackigen Arsch? Ungefähr so groß. Das wäre zu klein. Das wäre zu groß. So ist es richtig. In meinem Kopf zirkuliert es ausgezeichnet. Poch, poch, poch. Ich habe selber in Ordnung gebracht. Diese Art von Proben habe ich satt. Du fängst schon wieder an zu spucken. Er wollte mich umbringen mit einem Küchenmesser. Es war schmutzig, voll Erdnussbutter und Marmelade. Sie möchten etwas sagen. Wer ist der Marmelade? Der wohl, der Papst persönlich. Ja, Probleme. Nein, es gab keine Probleme. Sturheit, das schon, aber Probleme nicht, dass ich wüsste. Poch, poch, poch. Haben Sie nach mir verlangt, Herr Doktor? Was glauben Sie, wozu haben Sie uns angestellt? Wissen Sie, was Sie haben? Was? Ein schmutziges Unterhemd! Der Finger!